So, kommen wir zum Mini Cooper E, beziehungsweise Mini E, Mini Electric. Eigentlich die einzigste Neuheit von BMW, was die E-Mobilität betrifft. Oben steht ganz verlassen auf so einer Empore ein i3 und der i3 ist ja jetzt nicht gerade das neueste Modell. Ein anderes Modell außer Studien habe ich jetzt nicht gefunden von BMW, leider. Sie sind ein bisschen hinterher, obwohl BMW immer sagt, es kommt jede Menge, aber so richtig viel, glaube ich, kommt nicht. Das ist eine interessante Alternative, vor allem weil, wie schon gesagt, die Preise für ein E-Auto ja etwas teurer sind als für ein normales Auto. Aber Mini-Kunden ja, geben gerne mal ein bisschen mehr Geld aus für ein kleineres, flottes Auto. Ich habe ihn innen schon mal gefilmt, wir kommen dann noch weiter. Das blende ich jetzt mal mit ein. Die technischen Daten habe ich jetzt auch schon abgefragt. Die blende ich jetzt ebenfalls mit ein. Und jetzt mache ich noch einen schönen Rundgang über das Teil. So, jetzt sitze ich im E-Mini. Es ist ja nicht der erste Mini, in dem ich sitze, aber der erste E-Mini. Das Display ist hervorragend. Hätte ich so gar nicht gedacht. Wirklich gute Auflösung. Dieses Display, ich weiß gar nicht, ob es dieses Display aus dem normalen auch gibt, aber könnte schon sein, weiß ich jetzt nicht, weil normalerweise ist der Tachometer, glaube ich, da drin. Ne? So, das ist angeblich für den Mini vorbehalten, dieses Display ist eigentlich nicht recht groß. Der Display heute ist sehr groß, aber das Display ist eigentlich verhältnismäßig klein. Hier hat man die typischen, ja, die typischen Schaltknöpfe, mit denen man auch hier scheinbar dann umstellen kann. Kipphebel, die meine ich. Hier hat man ja einen Schaltknauf, ist ja im Endeffekt auch elektrisch. Und durch das, dass es eben einen Verbrenner gibt von dem, ist es halt 1:1. Start-Stopp, das ist ganz interessant. Ich bin im Mini schon auch gefahren und jeder schwärmt von diesem Go-Kart-Feeling. Das habe ich jetzt eigentlich, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut, das Go-Kart-Feeling. Aber schönes Lenkrad, schön griffig. Ich drehe mal die Welt wieder. Ja, was halte ich vom Mini? E-Mini. Ich muss jetzt dann nochmal die Preise abchecken, aber billig wird er nicht. Definitiv, glaube ich, weil Mini war noch nie günstig. Aber es hat eine eigene Klientel und die ist auch gern gewillt, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und deswegen denke ich schon auch, wird der Anklang finden. Mit der Motorisierung ist er nicht bloß für die Stadt gut, sondern eigentlich auch für ja, die Landstraße ganz flott zu bewegen. So, hier sind wir am Stand von Mini. Man sieht, hier ist eigentlich schon auch einigermaßen was los. Hier mit dem Union Jack als Rücklicht, auch nicht schlecht. Aber interessant ist, wieder mal, der Bringer ist es der E-Mini, weil hier wirklich die meisten Leute stehen.